Also falls sich irgendwer wundert, warum die Welpen hier hinten die Beine zusammengeklebt haben. Die beiden Welpen hier sind quasi Schwimmerwelpen, also Swimmerpuppies nennt sich das auf Englisch. Die sind einfach aufgrund ihres Geburtsgewichts, weil es nur 2 Stück sind, unheimlich schwer, also quasi zu schwer für ihr Alter. Und haben deswegen so ein bisschen Probleme, ihr Gewicht auf den Füßen zu halten. Und anstatt dass sie quasi auf allen 4 Beinen laufen, kriechen die immer so. Das sieht zwar ganz lustig aus, also teilweise haben die hinten wirklich wie so ein Seehund, dass die die Hinterfüße nach hinten rausstrecken, wenn die sich bewegen. Und dieses Kleben der Beine soll jetzt eben helfen, dass die, wie das der eine Welpe hier schon macht, die Füße quasi unter den Bauch ziehen und so dann sich besser trainieren, dass sie dann irgendwann ihr Gewicht endlich mal auf 4 Füßen halten können. Sowas entsteht halt, wenn die Welpen zu schwer sind oder wenn sie auf rutschigen Untergründen gehalten werden, also nicht genug Grip sozusagen haben und deswegen hinten immer wegrutschen. Also wenn man jetzt auf ganz flachen, sag ich mal sowas, Linoleum, Plastik, irgendwie sowas, dann passiert sowas. Habe ich schon mal einmal gehabt und der Welpe läuft jetzt auch ganz normal geradeaus. Das werden wir mit den fetten Brummern hier auch hinkriegen. Die Kollegen wiegen jetzt schon 1,6 Kilo und sind jetzt etwas über 2 Wochen alt. Also meistens ist das so ein Gewicht, was die Welpen mit 3 Kilo haben. Mit 3 Wochen, nicht mit 3 Kilo. Demzufolge müssen wir jetzt ein bisschen üben, dass wir auf die Füße kommen. Sonst geben wir Robben ab. Man sieht ja auch, die sind nur am Mampfen und nehmen ungefähr zwischen 80 bis 100 Gramm am Tag zu. Also das ist schon unheimlich krass. Normalerweise ist so, sagen wir mal, um die 60 Gramm normal. Oder würde ich sagen, ist schon viel.